Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Force of Nature. Es ist verdammt lang her, wenn ich ehrlich bin. Was auch ein bisschen daran lag, dass ich irgendwie nicht so die Zeit hatte, aber ich versuche gerade die ganzen Sachen nachzuholen. Ohne Splitter. Okay, also ich will die ganzen Sachen gerade nachholen, die ich in der letzten Zeit so ein bisschen vernachlässigt habe. Brauchte ich überhaupt Wolle? Fütter ich einfach mal. Ja, später. Ich weiß noch, ich wollte haufenweise Sachen machen. Zum Beispiel brauche ich massig Pfeile. Und Milch und angepflanzt habe ich auch, genau. Und hier Honig machen. Damit könnte ich irgendwelche ganz tollen Sachen machen. Oh, was fehlt denn am Wasser, glaube ich. Das alte heilige Thema Wasser. Bräuchte viel mehr Brunnen. Ja, genau, Bessie. Brunnen, ich wollte ja eigentlich jetzt alle einsperren, aber ich habe überlegt, warum eigentlich. Die wollen auch nur ihre Freiheit genießen. So, ich mache gerade haufenweise Kaffee, das ist schön. Ich gehe unten Kiefern zapfen, keine Ahnung warum. Nein, das wollte ich nicht, verdammt. Okay, Erdbeerdessert. Ah! Okay, wie steht's mit Kaffee? Hab ich schon im Inventar, dann machen wir auf jeden Fall mehr davon. Was mangelt es hier? An Wasser natürlich. Was denn auch sonst? Ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Ich würde gerne heute eine Vorbereitung machen und beim nächsten Mal wäre es gut, wenn wir dann so weit wären, dass wir vielleicht den nächsten Angriff machen können. Doch Honig habe ich ja eigentlich genug. Die waren Bewahrung, genau, Konstruktion. Bienen maximal erreicht. Könnte auch einen Schuppen bauen. Ich glaube, der große Backsteinhaus. Level 10, welches habe ich denn? Level 8. Wo kriege ich diese Onyx-Splitter her? Ich weiß es wirklich gar nicht. Habe ich da schon welche vielleicht? Entschuldigt bitte. Ist gerade ein bisschen anstrengender. Auf jeden Fall, ich bin ja gerade dran, die ganzen Sachen nachzumachen. Also alles, was jetzt so in der letzten Zeit vergessen wurde, das packe ich euch jetzt nach und nach als Folgen noch rein. Gott, habe ich viel davon. Aber ich weiß noch, ich wollte jetzt alles darauf setzen. Weizensamen habe ich noch ein bisschen. Ich habe viel zu viel Weizen, viel zu wenig Samen. Dass ich jetzt richtig schön ausgerüstet bin. Damit ich dann nicht gleich wieder. Was ist das da? Aber nur ein Stein, okay. Sieht aus, als wäre es wichtig, ist es aber nicht. Aber ich hatte doch einen Onyx-Splitter hier schon irgendwo. Ja, zwei. Schön. Ich weiß noch nicht, wo ich die herkriege, aber sieht man schon nachher. Wow. Ich glaube, ich wollte noch Kräuter hier und sowas machen.
Dann gucken wir erstmal, kann ich denn... Steinpfeil, okay. Steinpfeil... Ich weiß, mit der Musik ist alles viel beruhigend, wirkt das alles so beruhigend, aber... Ja. Brauche ich noch viel, viel mehr von. Woran hängt es denn jetzt eigentlich? Federn, okay. Also ich, warte mal, kann ich denn eigentlich noch einen Kochtisch bauen? Wahrscheinlich ist das Problem. Eisen oder Kupferbahn sollte auch kein Problem sein, habe ich wahrscheinlich schon. Stein habe ich jetzt auch massig. Kann ich jetzt noch einen Kochtisch bauen? Na, sag mal. Ich konnte eh die ganze Zeit nicht verkehrt damit anfangen. Dann kann ich nämlich Mehl machen. Obwohl, für Mehl... Ah, das ist auch nicht so nach... Ich guck mal. Ach, Krüge brauche ich. Ja, brauche ich Ton. Hier mache ich... Praktisch gleich, okay. Okay, okay. 5 Krüge mal, bitte. Inventar ist voll, okay. Was haben wir hier? Bronzeband. Okay. Da ist nochmal Kohle. Ich muss gucken, dass ich die Sachen nicht alle sinnlos... ...sinnlos vollstopfe. Nein! Nee, geht's echt nicht. Geh mal auf die 8. Dann schlage ich vielleicht einen Huhn aus Versehen, aber das ist nicht ganz so wild. Warte, Fleisch habe ich jetzt auch nicht unbedingt wenig. Mehl habe ich ja auch noch dabei. Könnte ich noch mehr Mehl machen eigentlich? Mehr Mehl! Ach, so ein automatisches Sammelsystem wäre jetzt nicht schlecht. Wie war denn das nochmal? War es alt und Steuerung, genau. Okay, Steuerung perfekt. Pflanzen noch mal Kaffee und letzte Pflanze Kaffeebohne. Letzte. Weiß ich auch, warum ich die wieder einsperren wollte. So, was kostet denn... Hier mal Ton, was habe ich denn gesammelt? Ich habe doch Ton gesammelt. Ach nee, ich habe keinen Platz mehr. Dafür kriege ich jetzt einmal raus, oder was? Okay, ich weiß, ich brauche 20. 20 mal sammeln. Na, ein Glück habe ich so viel Kram hier, da geht das auch schnell. Ja, ich komme ja gleich. So. Irgendwas brauche ich das Zeug noch, das weiß ich. So, dann machen wir hier. Nochmal hier. Wie habe ich denn jetzt eigentlich? Ah, ich habe gar nicht gezählt, ich habe einfach mal geschätzt. Um eins verschätzt.
So, machen wir damit einmal. Wenn das fertig ist, gönnen wir uns neue Pflanzkübel. Ah, sehr schön, die Kaffee ist fertig. Machen wir noch mal Erdbeere. Ne, warte mal, was kann ich denn aus... Was kann ich jetzt machen, außer dass da Zucker, ja... Rohstoff und Bambus. Apfelkuchen, da fehlt es jetzt an Äpfeln. Da hätte ich aber genug Kohle tatsächlich. 80 Sekunden ist gar nicht schlecht. Schokolade. Bräuchte ich Butter. Mehr für Ausdauer. Wie mache ich Butter? Butter aus Milch. Gut, Milch hat einen Sinn. Endlich ist Milch nicht mehr ganz so wertlos. Ah, Wolle ist jetzt nur eine Sache. Wiederholen. 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 Wir kriegen das hin. Da machen wir jetzt ganz viel Schokolade. Ich meine, die Pilze sind eher was zum Würfel zwischendrin, aber so richtig effizient sind die jetzt auch nicht. Vor allem nicht gegen das, was wir da gerade kämpfen, so an Gegnertypen. Ja, schön, dass du hier bist. Habe ich noch Federn bei mir? Sieht nicht so aus. Ich sehe aber gerade, ich habe viel zu viel Kaffee. Warum brauche ich dafür Butter? Was ergibt das für eine Schokolade? Was packt man da rein? Asche. Bin ich zerstört, wenn die rumliegen. So, konstruieren wir noch ein paar Belagerungsgeräte, oder was? Kann ich ja später noch umswitchen, glaube ich. Habe ich denn noch Weizen, da müsste ich noch haben, ja? Abkühlt werden ja echt nicht schlecht. Grund ist, dass ja gerade ein Farmsimulator immer noch. Pflanzen wir Weizen. Weizen, 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 Weizen. Einfach nur, weil ich gerade zu viele Erdbeeren habe und zu viel Kaffee. Kann ich bei den anderen Dingen dann ein paar Kilo Mehl machen? Vielleicht kann ich später noch mehr aus Mehl machen, weil gerade ist das nicht so mein Bestes. Oh, warte mal, ich habe sehr viel Platz. Kann ich auf jeden Fall was mit dem Honig anfangen. So. Das war jetzt ein bisschen weniger, ja. So. So eine richtige Legebatterie wäre auch nicht schlecht. Ich lasse euch trotzdem noch weiter rumlatschen. Hühner müssen frei sein. Bei Bier holen. Wie läuft's mit dem mit der Butter? Ein Wurm. Wurm. Mal kurz das gucken. Also brauche ich Bier und dafür brauche ich. Den, also brauche ich 14. 14 Meilen. Dann.
4. Müssen wir ja alles haben, was wir brauchen. Fangen wir jetzt mit der Tonpfanne an. Eine reicht mir. Kann ich hier noch mehr Steinpfeilen aus? Aufschieben. Weiß gar nicht, ob es eine Maximalmenge gibt. Achso, 200 ist Maximum, ja. Sieht man hier. Braucht man aber auf jeden Fall mehr. Ich habe schon mal schaut, ob ich noch Mehl nutzen könnte. Außer Apfelkuchen. Die Fleischpastete später. Brauche ich Mehl als ein Ei. Fliegenpilzpulver, ja, keine Ahnung. Kürbis, das ist so Pulver. Also kann ich daraus einfach noch ein Brot machen und so einen blöden Apfelkuchen, aber Äpfel kann ich nicht anbauen. Dafür Rosmarin, Salbei und Feigen. Rosmarin und Salbei. Oh, ich könnte noch Beeralter das jetzt machen. Ich brauche einen Mörser? Ich dachte eine Tonpfanne. Ach, das ist ein Mörser, eine Tonpfanne. Okay, die Tonpfanne haben wir. Und der scheiß Mörser. Noch 6 mal mehr. Holen wir so ein. Okay. Der Hahn schaut mir zu. Denkt sich auch, dieser Idiot, was macht er da? Einfach schön hier ein bisschen Farmarbeit machen. Bin euch ja noch unglaublich viele Folgen schuldig, bin ich ganz ehrlich. Wie gesagt, die werde ich jetzt alle in den nächsten Tagen immer mal wieder welche raushauen. Es ging halt leider. Es tut mir echt leid, aber es ging einfach nicht anders. Zumindest nicht ohne, dass ich jetzt mich vollkommen aufgeopfert hätte und dann nicht schon wieder. Okay, das kann doch gar nicht sein. Oh doch, ich habe immer noch viel zu viele Erdbeeren. Samen sind fast alle. Ich würde sagen, die Kaffee. Ach, die Kaffeesamen waren hier mit drin. Beziehungsweise Salbei brauche ich ja eh. Kopfsalat brauche ich eigentlich nicht. Aber auch das Hähnchen weg. Packen das hier rein und dann füttern wir dich. Sind echt der Käse. Oh, nee, Scheiße. Was war's jetzt für den Kräutertee? Peichen, Rosmarin und Salbei. Sollte ich auf jeden Fall ein bisschen was trauen, weil ich muss ja nochmal in die Wüste rein. Und das wird vielleicht nicht unbedingt angenehm. Was ist mit Weizen? Wollt ihr irgendwas? Okay. Wo ist mein... Der Rosmarin. Ich nehme auch mal hier den Salbei. Heute
Wasser immer. Ich habe viel zu viel Kram. Ach, ich sehe gerade, wie viel Kaffeebohnen ich habe. Habe ich jetzt gerade meinen Weizensamen? Ach, ich habe viel zu viel Weizensamen. Okay, gut, gut, gut. Alles gut, habe nichts gesagt. Schaffen wir durch. Wasser ist alle. Wie auch immer. Ich bräuchte noch einen weiteren Brunnen, das ist einfach ein... Das ist eine Tortur hier. So ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Es könnte ja wirklich schlimmer sein, dass wir das Einzige, was noch richtig Licht spendet. Oh, ich bin dabei. Fuck. Ich muss aufhören. Könnte ich noch mehr machen? Ah, jetzt geht's eigentlich an Milch erstmal. Aber das soll ja kein Problem sein. Ich habe gerade eins, gab ja noch die Errungenschaft für Anbau von einer gewissen Anzahl an Weizen und Rosen. Schlag nicht tot. Pfeile machen wir dann nochmal richtig viel. Okay. Oh, komm. Ach ja. Ich habe jetzt erstmal nur hier stumm im Hintergrund, während ihr schöne Metin 2 Musik hört. Ich fand aber, die passt irgendwie am besten. Also ich passe die entsprechend immer an. Je nachdem, was wir gerade aus sind. Wenn wir darauf aus sind zu prügeln, dann ist der Titel Back to Back. Hier ist jetzt gerade das Lied aus Kyomo. Das ist, glaube ich, diese erste Enter the East. In der Wüste habt ihr das, den Titel Open the Gate. Die das Spiel kennen, können sich schon vorstellen, was ich auf dem Berg dann spielen werde. Es fehlt einfach immer an Wasser. Zusammenstopfen. Weil ich zu viel hatte, habe ich das gemacht. Kann ich noch mehr Steinpfeile erstmal? Kann ich so schlecht aus. Gut. Kann ich das? Wollte ich sagen, was? Das ist so weit. Ja, ich hätte gerne ein bisschen weniger Saat, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ein paar Kräutertees wären nicht schlecht. Wie viel können wir denn machen? 6 Stück wären dann gerade möglich. Die werde ich auch brauchen. Ich werde wahrscheinlich noch mehr brauchen. Und dann machen wir noch Schokolade. Weil ich Schokolade über alles liebe und ich gerade bis zum 31. Teil der Süßigkeiten essen darf.
am 31. dann einen Tag und dann erst wieder am 12. Muss ich tatsächlich aus gesundheitlichen Gründen machen. Das hemmt natürlich ein bisschen meine Let's Play-Leistung, bin ich ganz ehrlich. Aber ich würde gern noch lange leben. Gemeinde an der Leber ist nämlich, man merkt nicht, dass die krank ist. Also auch wenn die krank ist, funktioniert die noch ziemlich lange, ziemlich gut. Und wenn sie dann halt einmal kaputt ist, dann stehst du da. Ohne Leber bist du nicht lebensfähig. Also, pass auf, was du isst. Treibe Sport. Das sagt man nämlich nicht nur so aus Spaß. Ich weiß immer, das ist eigentlich die alte Leier von allen Ärzten. Aber. Komm her. So entfernt, komm her. Es klingt, als wenn du so ein alter Hexer uns reinlockt. Irgendwas. Nein, ich will nicht. Doch, du gehst. Ja, also die Ärzte sagen das immer wieder dasselbe, aber es ist nun mal so, Gelenke und alles werden nun mal von dem, was die ist, und alles, was euch die Ärzte sagen, stimmt im Grunde. Wenn du dich scheiße ernährst und unterbrochen, wirst du krank auf lange Sicht. Unser Körper ist nicht darauf ausgelegt, permanent mit Nahrung bombardiert zu werden. Oder mit Alkohol oder was auch immer. Ist einfach eine Tatsache. Ah, können wir jetzt Schoki machen? Okay. 21 war Schokolade. Nein, woran hängst du jetzt? Wir haben keinen Honig mehr. Naja, ich muss dann erstmal die Honigsplitter sammeln. Ich habe doch keine Ahnung, wo ich die herkriege. Aber es ist ja auch egal. Ich gehe dann erstmal auf irgendwas. Geht sehr, sehr schnell, muss ich sagen. Ich würde dann gerne noch ein paar Erdbeerdesserts machen. Aber die Hasen werden auch immer mehr, oder? Zumindest gefühlt. Bräuchte halt echt jemanden, der permanent Rohstoffe hier nachzieht, während ich nicht da bin. Während ich Abenteuer erlebe. Kommt nach Hause. Gib mir alles, was du hast. Gut, weiter geht's. Plündern und töten wir wieder. Ja, mit dem Honig vergleichst du jetzt nicht mein Inventar. Verstanden? ja. Sollte ich aber eigentlich. Das ist ja eigentlich etwas, was ich brauche. Der kann erstmal hier bleiben. Erde sollte ich dann auch mitnehmen und die Asche wieder. Sollte dann eigentlich reichen. Ein Kräutertee. Ich mache dann noch mehr Erdbeerdessert. Ich muss da gucken, dass ich langsam mal die ganzen Sachen wegfutter, die ich noch so habe. Kann ich auch Steinsplitter eigentlich machen? Steinsplitter. Wie viel braucht man denn für einen Steinpfeil? Ein Steinsplitter habe ich nicht rein. Okay. Dann die restlichen Dinger noch raus, dann reicht erstmal. Ich muss dann als ein Pfeil muss das dann einfach reichen. So.
Jetzt wird's doch schon besser. Nach und nach mein Inventar wieder ab. Ich und Feuer haben auf jeden Fall noch. Wahlweise also auch ziemlich viel. So, machen wir hier noch ein bisschen was. 22 Stück geht noch, oder? Und schon sieht es besser aus. Zur Not kann ich die Erdbeeren dann noch so essen. Aber mit 2 kann ich auf jeden Fall deutlich schneller produzieren. Das heißt, ich habe Schokolade. Ich weiß nicht, wenn ich rausfinde, wo ich Honigsplitter herkriege. Kann ich dann auch ein bisschen mehr machen. Dann warte ich noch, bis ich den Honig auf jeden Fall habe. Da würde ich tatsächlich dann einfach sagen, wir können eigentlich dann losgehen schon fast wieder. In der Hoffnung, dass wir den nächsten Steinsplitter vielleicht noch kriegen. Ich muss bloß die Asche dann noch einpacken. Die fehlt dann glaube ich noch. Packen wir uns erstmal nicht mehr alles wieder voll. Mal kurz gucken, Konstruktion, Portal. Ich finde es beeindruckend, dass es das immer noch reicht. Okay, Steinhammer, Asche, Ton brauchen wir auch. Okay, 10-mal Ton. Braucht gar keine Erde. 10-mal Ton und die Asche. Was machen wir denn? Mal Ton. Perfekt. Dann will ich mich gleich den. Dann nehme ich auch gleich noch ein bisschen Honig mit. Ja, das ist übersichtlich. Einmal Honig bitte noch. Leider brauche ich wieder den Honig, oder? Ja. Vergebung kann ich nicht so wirklich so anfangen, oder? Nö, die sind einfach nur da. Ja, schau dann einfach mal. Oh, das soll bei der Großmaschine noch drin. Das Zeug würde ich tatsächlich einfach hier lassen. Den hier brauche ich jetzt auch nicht. Also diesen Weizen. Wir haben ein bisschen Platz wieder. Da fällt mir gerade ein, Scheiße, mehr geworden als ich wollte. Okay, jetzt fehlt an Federn, damit komme ich klar.